Stirb! Ich liebe Kaffee. Kaffee! Nein! Hier arbeitet ja gar keiner. Locked. Cola und Pommes? Jetzt muss ich an Zor denken. Aber nur ein bisschen. Aha. Oh, oh. Zero. Scheiß Stimme. So, willkommen zurück zu Spooky's House of Jumpscares. Aus irgendeinem Grund bin ich gerade höllisch aufgeregt. Ich weiß nicht warum. Aber ja. Ich weiß nicht, vielleicht soll ich mir ein bisschen leise machen? Okay, es geht nicht mal leiser. Ups. 100% Beef, pures Fleisch. Ja. Ich hab Spaß, denn ich weiß, was mich jetzt erwartet. Nämlich purer Hass. Purer. Aua! Verdammt. Wir sind das letzte Mal nämlich gestorben. Immer wenn wir in diesem roten Raum sind, sind wir so gut wie tot. Deswegen müssen wir jetzt hier fliehen. Und ja. Die Türen verschwinden. Das ist nicht so gut, aber es ist okay. Ist machbar. Ich habe es kurz mal angespielt, um einfach mal zu gucken, wie funktioniert er. Und jetzt weiß ich, wie er funktioniert. Und deswegen sollte das locker easy gehen. Ha, seht ihr? So einfach. Denn wenn einer sich Sachen gut merken kann, dann bin ich es. Ich sollte jetzt hier nichts einspielen, was das Gegenteil darstellt. Oh, fuck. Rennen aber, du namenloser Protagonist. Oh, das hasse ich immer, wenn er dann nach dem Raumende nicht laufen will. Oh, ich könnte die Krise kriegen. Da könnte ich ausrosten. Gut, dass ich keinen Kaffee da habe. Ich Wahnsinniger. So, 724. Komm schon. So lang kann das nicht mehr sein. 726? Oh, jetzt komm schon. 728. Jetzt lauf doch! Du Wahnsinniger! Ja, genau. Oh. Fuck. Oh. Oh. Im Übrigen wird diese Folge präsentiert von Zitronentee. Zitronentee, zitroniges. Gut, geschafft. Gut. Jetzt darf ich nur nicht mehr drauf gehen. An den einfachen Bossen. Und ich hoffe, die Türen bleiben jetzt da. Ich hoffe, die bleiben jetzt da. Das wäre sonst echt scheiße, wenn sie das nicht täten. Okay. Alles cool. Ah, Silent Hill Musik wieder. Sehr gut. Ich habe ja die letzte Aufnahme noch nicht vollständig bearbeitet. Ein Part habe ich rausgehauen, damit es einfach mal wieder weitergeht. Und ich werde dann nachher noch den Rest nachbearbeiten. Aber ich habe so die Hoffnung, dass ich eventuell in dieser Session jetzt das Spiel fertig kriegen könnte. Ich meine, es sind nicht mehr so viele Räume. Es sind ja maximal 1738. Ist immerhin schon mehr als die Hälfte. Und aus irgendeinem Grund jucken mich meine eigenen Haare gerade an der Nase. Es ist böse. Es ist echt böse. Oh, okay. Ja, ich werde es überleben. Ja, genau. Bleib einfach im Becken hängen. Oh, ist das gerade... Davor war nichts, aber kaum nehme ich auf. Ja. Den schaue ich mir jetzt nicht mehr an. Oh, immer gehe ich dran vorbei und immer rege ich mich über ihn auf. Immer. So. Gut. Ja, wieder die blutrunden Wände. Runden, genau. Die sind so richtig abgerundet. Rund ist eine schöne Farbe. Ist meine Lieblingsfarbe. Gleich nach Quadrat. Rund und Quadrat sind die besten Farben überhaupt. Ah, ich liebe meinen quadratfarbigen Pullover, den ich nicht anhab. Ach, egal. Guck mal, ein Teppich.
Guck mal, Simon, das ist 50. Oh, hi. I didn't think you'd make it this far. And you got an axe. Nice. Well, congratulations. You're just about there, I think. Well, I didn't really have a gift ready, so, there you go. Unlimited stamina. It'll never, ever run out. So, see you later. Ernsthaft? Erstmal speichern. Nice, aber ich kann auch nicht mehr rennen. Ich weiß nicht, ob das gut oder irgendwie rennt mein Charakter aber jetzt nicht mehr. Toll. Unendliche Ausdauer, aber ich muss laufen. Schöne Scheiße. Bei diesen überhaupt nicht langen Fluren. Jetzt renn doch. Weißt du, wenn ich neu laufe, dann habe ich auch unendlich viel Ausdauer. Dann schlage ich es einfach so. Na, das hat jetzt nicht so gepasst, hä? Kleiner Schlawiner. Buhahaha. Ist das ein Fehler vom Spiel oder? Hä? Hallo. Nö, der rennt nicht mehr. Der will jetzt nicht mehr, der. Die sagen sich jetzt mit Wegverlängerungsspiralen und einer langsamen Geschwindigkeit, das streckt mir das Spiel noch schön in die Länge. Mm, ist das schön. Highspeed vom Feinsten. Wartet. Nächste Kurve. Ist das scheiße. Das ist jetzt echt scheiße. Oh nein. Das kann's doch nicht sein. Hä? Ist das jetzt... Hä? Das ist so ein Fehler. Ich muss echt nachgucken. Das kann doch nicht sein, dass das so richtig ist. Oder hä? Keine Ahnung. Ich bin gerade verwirrt ohne Ende. Jetzt komm schon. Nee, Doppel-W geht auch nicht. Ja, hier. Leck mich. Ich zerschnetzel sie alle. Hey, du hast eine nette Ausdauer dafür. Läufst du noch halb so schnell? Das ist ein fairer Deal. Danke. Nette Scheiße. Egal, jetzt kann ich wenigstens wieder rennen. Was für ein Geschenk. Danke, Spooky, danke. Ach, ich freue mich. Wie lang? Ah, 7 Minuten erst. Super! Und ich mache so Fortschritte. Geil. Oh, wir gehen auf die 800 zu. Wir gehen auf die 800 zu, Leute. Leute, 800. Geile Scheiße. Oh nein. Fuck. Und weiter im Text. So, hier, da. Fuck. Immer schön fuck sagen. Das hilft. Fick. Ficken. Fuck. Lass mich doch in Ruhe. Blas mir da am Schuh, ey. So. Zack. Boah, ich bin viel schneller mit solchen Geräuschen. Okay, das machen wir, Leute. Ganz ruhig. Ich schaukel das schon. Ich für uns, also... Ihr müsst mir einfach vertrauen, dann schafft es. Mit dem Vertrauen von uns allen, together, schaffen wir das. So, guck, sieht ihr? Noch 12 Räume, ey. Das ist doch wie Emo-Krämpfe geritzt, ey. So, seht ihr? Noch 7. Ja, komm, noch 9 Räume. Super, ey, das läuft. Was zur... Der Raum ist scheiße, weil ich... Ja, das ist genau dieses komische Alien-Viech. Oh, geschafft. Gut. Alles wieder safe. So, ich hoffe mal bei 800 kommt wieder ein Aufzug. Wäre scheiße, wenn nicht.
Ich werde echt bekloppt durch das Spiel. Ich sag ja, ich werde bekloppt. Immer sitze ich da, lähme den Tee über den Kopf und sag, zünd meinen Stuhl an und tanze um den herum. So, jetzt aber. Keep a little pep in your step. Plop. So. Letzten 200 Räume. Gute Axt hast du da, Kollege. Guck mal, ich habe auch so eine. So. Abrunden, weiter geht's. Ja, komm. Keine Zeit. Flure langrenne. So. Das geschieht denen ganz recht, mich hier erschrecken wollen. Bösen, garstigen Viecher. So. Schade, kann nicht die Kette durchschneiden. Es wäre so schön gewesen. Okay. Hiya, das läuft. Hi. Ich freue mich. Ha, nimm das. Garstiges Ungetüm. Okay. Sonst keiner mehr. 810. What is this? Das frage ich mich auch. What? A mansion? Inside another mansion. Maybe I've made it all the way to the end of the house. Maybe it's like a resting place or another entrance, perhaps. Whatever the case, I think this is a good spot to rest. Ja, hier könnte man sich ein bisschen ausruhen. Ich meine, er wundert sich jetzt über das Anwesen hier, nachdem er gerade in einem Fastfood-Imbiss war, also. Mich selber würde hier gar nichts mehr wundern. Aber das Teil scheint. Verdammt groß zu sein. Madness Trader thinks the bricks and wood are actually just painted on. Ja, ach du nicht sagst. Everything still feels life kind of fake. As I keep hearing movement and voices below me. Maybe another survivors are hiding down here. Glaubst du das? Ernsthaft? Andere Überlebende. Hier. Locked. Good. Ich will auch diesen Satz am besten. Sieht alles so aufgemalt aus, was er nicht sagt. Es sah ansonsten bisher mehr so realistisch aus. Nur jetzt hier, das nicht mehr. Wow. Das sieht schon mal beunruhigend aus. I can hear him coming down the hallway. I need to hide, but I don't know where. I don't know what an exit or a resting place. Just another spaceman room. I think he's outside the door now. Amnesia is coming. Das ist jetzt echt so Amnesia-Style. Nicht anschauen. Nein, nicht anschauen. Ach, ich habe eine Axt. Ich bin mulmisch. I need to hide. Gut. Versteck dich in der Box. Steck dich hier im Regal. Aha. Sehr gut. Perfektes Versteck. Hier wird er uns niemals sehen. Oh nein, nicht hinschauen. Nicht, dass unsere Psyche beeinträchtigt wird. Nein, ich will nur mal linsen. So mit einem Auge. Guckt so. Oh, ein Axtmörder. Nein. Okay. Und wie ist es? Soll ich dann abhauen irgendwann, oder? Hä? Oder haut er wieder ab? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, der steht da immer noch da. Tja, leck mich. Halt, warte. Vielleicht habe ich jetzt noch irgendwas übersehen, was hier noch rumliegt. Was wie ein Schlüssel. Nein. Aber Amnesia-Anspielung ist geglückt. Definitiv. Nur, dass Amnesia halt keinen Axtmörder hat. Aber ansonsten... Broken. Gut. Die Tür ist für mich gestorben. Sie ist tot. Oh, Bedroom Key. Oh, natürlich. Toll, wo ist jetzt das Bedroom?
Dass hier auch keine Schilder hängen. Broken. Broken. Alles broken. Wer macht diese ganzen Türen nur alle immer so kaputt? Locked. So viele Möglichkeiten habe ich dann gar nicht mehr. Gut. Aha. The bedroom. Someone managed to get away, but I don't... Hold on. I hear him even though I just like he isn't true, but instead of fears, he's stalking me. Okay, er kommt sich irgendwie beobachtet vor. Ich habe so das Gefühl, ich werde mich später nochmal verstecken müssen. Das ist nur so ein Verdacht, den ich habe. Kommt jetzt einer? Die Musik klingt jedenfalls danach. Aber das ist ja... I need to hide. Okay. Gut, gut. Ha! Solange ich auf die Idee komme, in diesen einzigen Schrank im ganzen Raum nachzuschauen. Nein, so intelligent ist er nicht. Nein, nein, nein. Nicht der. Nicht der. Komm schon. Komm. Geh. Geh. Tschüss. Tschüss. Vielleicht sollte ich aufhören, die Schlüssel fallen zu lassen. Ja, wäre vielleicht eine gute Idee. Auf jeden Fall, das war's erstmal mit dieser Folge. Das nächste Mal schließen wir den Raum unten noch auf. Grüße von eurem Zero. Hey. Hallo. Stopp. Ich hab das gleich.